Das Kollektiv Die Druckerei trifft sich zur Besprechung. Denn hier geht es um etwas. Zum einen soll das historische Gebäude erhalten bleiben, zum anderen soll hier etwas ganz Besonderes entstehen. Wir zeigen Hannes aus Sicherheitsgründen nicht. Das Kollektiv wurde bereits bedroht. Unser Traum ist hier eigentlich ein selbstverwaltetes sozusagen Kulturzentrum, irgendwie ein Bürgertreff zu machen, wo zum einen diese Räume wieder für kreative Arbeiten genutzt werden können, also das heißt von Kunststudentinnen, aber auch von eigentlich allen Leuten, die sich kreativ ausleben wollen, die aber nicht die finanziellen Mittel haben, dies zu tun. Gleichzeitig wollen wir aber auch ein Begegnungsort für die Nachbarschaft sein. Und jeder darf und soll seine Ideen dazu einbringen und ganz frei denken, so wie Studentin Fritzi im Malraum. Also er hat auf jeden Fall viel, viel mehr, das Gedankenkarussell geht irgendwie im Positiven los. Wir haben keine Restriktionen, wie man hier arbeiten darf. Und das bedeutet einfach künstlerischer Freiraum und genau. Das Denken ist der Anfang des künstlerischen Arbeitens. Und wenn ich hier frei denken kann, dann kann ich hier auch frei künstlerisch arbeiten. Im 150 Jahre alten Backsteinbau nahe des ehemaligen Campus der Goethe-Universität war zuletzt das Institut für Kunstpädagogik untergebracht. Jetzt ist ein Neubau für den Fachbereich empirische Ästhetik des Max-Planck-Instituts geplant. Der ist einfach günstiger als eine Sanierung. Nach sorgfältigen, von Fachgutachten begleiteten Prüfung aller Alternativen hat sich die MPG daher schweren Herzens, aber in Absprache mit den zuständigen städtischen Stellen, für eine Lösung entschieden, bei der der Altbau rückgebaut, aber sein äußeres Erscheinungsbild rekonstruiert wird. Noch aber hat die Goethe-Uni das Hausrecht und bislang keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Wie lange die Donndorf-Druckerei besetzt bleibt, Uni, Stadt und das Max-Planck-Institut suchen eine Lösung.